Ey, ich war so high, dass die Realität dermaßen unter meinen Füßen weggezogen wurde, dass ich dann so da saß, die ganze Zeit gelacht habe und dann wieder so vorm Spiegel stand, mich ausgelacht hatte und dachte, wo ist die Realität hin? Die Realität ist weg. Also, wir blicken auf 5 Gänge, infused und nicht infused, jeweils 50 Milligramm THC pro Runde. Ein Gericht hat 50 Milligramm THC, eins hat 0 Milligramm THC. Das bedeutet, genau, keiner von uns geht hier nüchtern raus. Viel zu high. Geil, Mann. Und ja, im Idealfall ist es ein bisschen ausgeglichen und wenn nicht, dann hat einer heute mehr Spaß als der andere. Oder weniger. Oder weniger. Also bei Essen ist ja immer so eine Sache. Ja, Manche das sagen ja, werden wir sehen. das kickt besonders krass so Aber lang. ich glaube, du hast ein bisschen Erfahrung, ich habe auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Das bedeutet, selbst bei den 250, wir stehen noch. Ja, ich glaube, wir sind zwei Obelix. Ja, glaube ich auch. Ja, mein Stand ist jetzt zurzeit, dass ich vor 2 Jahren mich dazu entschlossen hatte, mal nach 15, 16 Jahren des täglichen, abendlichen Kiffens, was ich immer als Werkzeug für meine Musik genutzt habe, deswegen auch immer erst abends, einfach mal halblang zu machen und sagen, komm, ich will jetzt mal, wie ist es eigentlich, nicht jeden Abend high zu sein, obwohl ich es halt natürlich liebe. Und das habe ich dann vor 2 Jahren. Ein Jahr wollte ich das probieren, habe aber nur ein Dreivierteljahr hingekriegt, was ich trotzdem mega stolz, Dreivierteljahr, yeah. Habe aber dann wieder angefangen, 2 Monate, weil ich dann so, ich habe halt Cannabis immer als Werkzeug genutzt, ich kann dann so schön in einen Tunnel reinfliegen, weil ich bin so ein hippeliger Typ, der gerne rausgeht. Ich bin halt super sportlich und hab Hummeln im Arsch und ich kann mich nicht stillsetzen. Und Kiffen ist das Einzige, was mich dazu bringt, mal relax, bleib mal entspannt, hock dich mal aufs Sofa und schreib stundenlang an einem Text und hör 100 Mal den Beat hin. Das könnte ich nüchtern teilweise nicht. Jetzt habe ich mal einen Weg gefunden, wie ich es auch nüchtern super cool hinkriege. Ich muss einfach morgens Mucke machen, dann geht es. Und jetzt mein Konsum, um darauf zurückzukommen, dann wie gesagt 2 Monate lang wieder jeden Abend den Ballon aufsteigen lassen. Ich habe aufgehört, Joints zu rauchen, sondern nur noch vaporisiert. Und dann habe ich wieder, als die EP abgeschlossen war, Glückskind, habe ich letztes Jahr wieder 1 Jahr lang versuchen wollen, aber habe nach einem halben Jahr schon wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ey, also ich wollte schon immer einfach nur einen sporadischen Konsum. Und ich glaube, dass mit diesen 2 Jahren, wo ich sehr viele Breaks hatte und auch längerfristige, habe ich es endlich geschafft, das so in den Griff zu bekommen, dass ich jetzt bin der Herr darüber geworden. Ich kann jetzt 2 Abende mit dir durchbuffen und essen und wir sind high oder auch 3 Tage und ich hau da mir da wieder einen Break rein. Und das genieße ich gerade so, der Herr über diese Pflanze geworden zu sein. Und es ist sporadischer Konsum. Ja, das ist. So ist. Klingt eigentlich, als wäre es jetzt eine gesunde Beziehung zu Cannabis. Und bei mir ist es inzwischen ziemlich runtergekocht auch. Ja, das ist ein gutes Auf, ich würde sagen, dreimal die Woche. Und dann abends. Und dann Edibles und das ist dann auch schon doll und gut. Ich hantiere wahnsinnig viel mit Cannabis. Ja, aber es ist auch nicht so, dass mir nur weil mir viel durch die Hände geht, heißt es nicht, dass ich eben auch viel konsumiere. Oh, also ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich, wie wir Cannabis gebrauchen. Let the games begin! Heyo! Also, wir haben hier einen Mango-Lassi. Der ist infused. In dem Fall ist er jetzt für uns beide infused, damit wir einen kleinen Kickstart haben. Und danach ist jeweils nur noch ein Gericht infused. Genau, ich würde sagen, stoßen wir mal an. Cheers, mein Lieber. Probieren wir das Ganze mal. Auf die 7. Wolke. Ja, ganz genau. Boah, schmeckt das nach Gras, voll lecker. Ja. Und das ist das Ding. Milch nimmt den Geschmack von Cannabis extrem stark an. Man kann es versuchen zu verstecken mit sehr viel Zucker. Ist jetzt hier nicht passiert. Das schmeckt super. Es schmeckt gut für Leute, die den Geschmack von Cannabis auch mögen. Also wir gucken später auf Gerichte, da schmeckst du es überhaupt nicht. Ja, hier schmeckt es stark, wirkt auch stark. Oh, geil. Also, um jetzt mal ganz kurz zu sagen, wann warst du das letzte Mal high? Boah. Vor 2 Tagen. Gestern Abend nicht. Ja. Vorgestern Abend. Bei mir war es jetzt, wann war ich mal Europapark? Jetzt haben wir Samstag. Ich liebe das so an Achter Stone, Achterbahn. Ich liebe das so sehr, Alter.
außer Freefall Tower, das ist hart. Ja, das war montags. Montag. Montags war es, da habe ich ein paar Mal am Johnny von einem Kumpel genascht. Und davor aber auch vor zwei, Ja, was du vorhin gesagt hast, also das geht mir auch so. Es ist cool, wenn die Sache, um die sich das irgendwas, eine Aktivität dreht, nicht kiffen ist. Also was anderes machen und kiffen ist dabei. Ich würde, glaube ich, sagen, trotzdem mein favorite Stoner-Spot ist mein eigenes Bett. Bei mir, glaube ich, die Couch. Die Couch. Na, oder sag mal so, also früher war es immer der Schreibtisch mit dem Boxen und meinen Beats. Ja. Das war der absolute Fave. Ja. Mein absoluter Favoriten-Spot. Aber auch jetzt Couch mit einem tollen Film. Oh. Und selten, wenn ich auch dazu komme, auch mal zocken irgendwie in, so in irgendeine schöne Welt reinfliegen. Was zockst du? Ich bin nie der großartige Zocker gewesen, also nie Multiplayer, obwohl ich wissen würde, das würde mir mega Spaß machen, so gesellschaftlich zu zocken. Aber irgendwie, wenn ich dann mal irgendwann dazu komme, alle paar Monate mal hinzusetzen, ja, dann spiele ich irgendein Single-Game. Was zocke ich zurzeit? Ich bin Witcher, also ich mag so Rollenspiele, alles was mit Schwertern und du rennst durch die Welt und klopfst da Monster zusammen. Oder ich fand auch Skyrim so gestört geil oder Fallout 3. Es ist alles so diese Lonely-Rollenspiele durch eine Welt laufen. Ja, wenn du dann noch high bist und alle Sachen aufsammeln kannst. Was sind deine? Zockst du überhaupt? Aber genau das Gegenteil. Mehr Multiplayer kompetitiv. Und ich zock viel oder ich hab viel Call of Duty gezockt. Mhm. Zocke ich immer noch hin und wieder auf jeden Fall. Yeah. Jetzt gerade während Corona so Modern Warfare, Warzone, die Geschichte. Da auch viel High und da nimmt natürlich dann irgendwie die Reaktionsgeschwindigkeit schon ab. Mega. Aber ansonsten früher auch so auf LAN-Partys, keine Ahnung, zusammen League of Legends gezockt. Also viel, eigentlich, ich habe Informatik studiert. Ich bin einmal mit einem ganzen Haufen Nerds irgendwie immer verbunden gewesen. Ich würde sagen, so mit Garage noch, weil wir haben damals auch ein paar Mal LAN-Partys gezockt, da war ich 15, 16, hast du noch die riesen Bildschirme in die Garage von. Ja, meine Mutter hat mich dann ausnahmsweise mal wohin gefahren, was sie sonst nie gemacht hat. Sieh zu, wie du heimkommst. Wenn dein Bus mehr fährt, das ist einfach geil. Ja. Und die hatte halt die riesen Rechner da in die Garage gestellt. Das waren so, dann haben wir Warcraft 3, Frozen Zone, Call of Duty und. Counter-Strike war das damals. Ja. Mann, das kann das sein, dass es jetzt schon wirkt? Nee, oder das dockt schon direkt an meinen Obelix-Zellen an. Also, es kann schon schnell gehen. Tatsächlich, bei Milch ist es so, es geht schneller. Es schmeckt extrem stark nach Cannabis, aber es geht schneller. Schmeckt wirklich, aber es ist wie bei Koriander, oder? Man liebt es oder hasst es. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ich kann schon nachvollziehen, warum die Leute sagen, es gibt so Leute, Cannabis stinkt. Ich kann es nachvollziehen, aber für mich ist das der schönste Geruch der Welt. Ja, ich mag ihn auch. Aber ich kann auch verstehen, wenn man ihn nicht mag. Ich war mit meiner Freundin unterwegs, quasi auch, legaler Cannabismarkt. Ja. Super Möglichkeit, da auch zu arbeiten, das zu verbinden. Aber genau, zwei Monate, einmal eigentlich alles angeguckt. Ja. Und, Süden, Norden, wo war? Eigentlich nur Strandgegenden, weil ich bin auch ein super, ich mag Sonne, Strand und Cannabis. Hast du Koh Lanta oder Rayleigh? Wir waren also Krabi, Phuket und dann Koh Samui, Koh Phangan. Also einmal Koh Tao, Ich hab doch mal eine Tauchscheine gemacht. Ja. Alle gleich, so direkt mit Anfänger. Also den normalen, dann Advanced hinterhergejagt, dass ich bis 30 Meter wollte. Der hat mich halt gelockt, das ging 4 Tage, der normale. Und er hat gesagt, wenn ihr noch 2 Tage hinten dran hängt, könnt ihr einen Advanced machen. Und dann kannst du zu einem Militärschiff, also so einem Zweiten Weltkrieg-Fracks von den Amis tauchen. Ja. Ich so, Mann, jetzt hänge ich noch 2 Tage dran. Dann noch den Nachtschein gemacht und das war so ein Kindheitstraum. Schon seit ich 10 bin oder 9 bin. Wollte ich schon immer einen Tauch, ich wollte mal Meeresbiologe werden. Ja. Und jetzt endlich habe ich es geschafft. Ja, richtig. Und deswegen bin ich auf Koh Tao ein bisschen hängen geblieben, weil das ja so das Taucherparadies ist. Ja. Und Koh Phangan fand ich auch cool. Schnorcheln war ich in Koh Tao. Schön. Ja. Koh Tao. Aber ich weiß auch nicht, ob tiefer was für mich ist mit der Flasche. So, das ist, weil
in gewisser Weise macht es mir auch Angst. Man taucht wirklich ja teilweise und dann auch in so ein Schiffswrack. Gut, es geht wahrscheinlich, aber so Höhen. Ja, aber nicht, wir durften nicht rein, bitte. Nein, nein. Nein, da man bleibt davor und guckt sich an. Ja, ja, das, da musste, ich warte, da war die Flag. Nach Flag habe ich mich so hingestellt, haben wir Bilder gemacht. Also wir durften nur außen rum ja. und oben drauf, aber nicht in die Luke rein, weil ja. da brauchst du wieder einen extra Schein. Ja. Und das, ich muss dir sagen, dass man natürlich immer vor etwas, also vor solchen Dingen, ich hatte auch Respekt vor, ja. besonders der Nachtschein. Ja. Bin nach Thailand geflogen, ohne mit dem Gedanken, ich mache einen Tauchschein. Ja. Eigentlich wollte ich ja snowboarden gehen, also nicht in Thailand, aber in Österreich. Ja. Und hat meine ganzen Sachen gepackt. Und voll random, oder, was ich erzähle. Aber es ist die Wahrheit. Ja. Und dann war ich 6 Wochen alleine unterwegs. Ja. Koh Tao, Koh Phangan. Und, ja. Und das war die geilste Zeit meines Lebens. Ja. Weil man war nie allein. Ja. Alle 3-4 Tage habe ich einen neuen, coolen Freundeskreis kennengelernt. Also Menschen, die ich direkt ins Herz geschlossen bist, mit denen abgehangen. Ja. Du hast dich so frei gefühlt. Ja, das ist schon geil. Also das muss ich auch sagen. Ja. Hat mir in Thailand gefallen. Und das Essen. Und das Essen. Und die Mango-Smoothies. Und die Mango, aber mit THC dann? Auch ohne. Du hast doch bestimmt auch deine Erfahrungen da gemacht, oder? Ich muss sagen, in Thailand in 2 Monaten habe ich 4-mal gekifft vielleicht. Ja. Weil ich bin so high von dem ganzen Wetter gewesen. Ich wollte das so mit meinen... Ja. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, da jetzt so high rumzulaufen. Weil ich dann leider auch weniger kontaktfreudig bin. Ja. Und ich war ja voll ja. kontaktfreudig, weil ich ja alleine war. Ja. Deswegen war Cannabis da gar nicht so... Hat da bei mir gar nicht so die Rolle gespielt, außer ja. die 3-4 Male. Deswegen berichtet du gerne, was ja. hast du dafür? Ja, schon viel. Also, ja, klar. Überall, wo wir waren, das ausprobiert. Ich meine, das ist letztes Jahr gewesen, da war der Markt gerade seit einem halben Jahr offen. Ja. Qualität auf jeden Fall von perfekter Qualität bis hin zu, die Sonne hat da schon 3 Wochen raufgeschienen. Das ja. mag ich ja, das Weed, ne? Ja, ja, aber das verliert so ganz, das THC. Ja, das brauche ich als, ich liebe dieses, das ist für mich dieses, dann kiffe ich da auch gerne mittags und bin noch kontaktfreudig. Wenn es so ganz smooth ist, dann habe ich auch kein Problem, jetzt mich mit fremden Leuten dann zu unterhalten, wenn ich völlig stoned bin. Ja. Dann werde ich da manchmal so schüchtern. Ja. Wie so ein kleines ja, Kind. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ja, ist. Auf jeden Fall. In Thailand? Das ist einfach jeder, du darfst... Ich habe so wahrgenommen, dass überall Coffeeshops waren ja. und du halt überall Weed kaufen konntest und konntest jederzeit überall rauchen. Hoffentlich bleibt es so. Sie sind ja gerade am Überlegen, das rückgängig zu machen. Ja. Also Thailand lebt vom Tourismus ja. und der Tourismus liebt Cannabis in Thailand. Ja, es passt auch so gut zusammen. Und deswegen ist es halt auch sehr schwierig. Das wird eine sehr schwierige Angelegenheit. Bin da rumgelaufen und einfach nur good energy. Egal, wo du hingeguckt hast, die sind einfach so, die sind glücklicher als ja. wir. Fand ich auch. Die Menschen da sind freundlich aufgeschlossen, ja. richtig glücklich. Und ehrlich und wollen ehrlich, nicht so, genau, gib mir ja. deine Kohle, du bist ein Touri, sondern ja. nein, eher so, ja. ey, also das ja. bei anderen Ländern fühlst du dich ja echt manchmal abgezockt, so als Touri nee, bist du ein wandelnder Bankautomat oder ey, ich will Kohle von dir und das ist der einzige Grund, warum du hier sein darfst. Bei den Thailändern ist so, ja. ah, hey, willkommen, wir profitieren, ey, habt eine schöne Zeit, wir sind happy so ja. und also, es mag ich sehr. Ja, ich bin in Thailand angekommen, das war auch geil. Ich bin in Bangkok angekommen mit dem Flieger, steige ins Taxi. Und fahre zum Hotel, mhm. halbe Stunde oder so, 25 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann frage ich irgendwann ab der Hälfte den Taxifahrer, sag mal, wie ist das denn eigentlich, Weed und so, das ist doch hier legal, wie komme ich denn da ran? Und er meinte, ja, kein Problem. Holt aus seiner Tasche einen Tabakbeutel, wo aber Weed schon drin war. Also das war eine fertige Mischung. Und dann hat er mir beim Fahren einen Joint gebaut. Ja. Und meinte, hier, nimm mit. Und dann war ich im Hotelzimmer und habe diesen Joint angeguckt. Mhm. Ich habe ihn nicht geraucht, weil es waren wirklich nur ein paar Krümel-Weed da drin. Aber die Geste habe ich geil. So gefeiert. Also ja, sehr geil. Das war schon echt korrekt. Hast du, also was mich gewundert hatte, ich hatte tatsächlich in Coffeeshops Aktivkohlefilter gesehen. Ja. Was ich jetzt in Amerika, als ich in New York war, nicht gesehen hatte. Ja. So, Alter. Die Amis, ist das los? Also da hinkt ihr noch hinterher. Die ja. rauchen, außer mit dem Glasfilter rauchen die gern. Aber an sich, in Thailand gab es Aktivkohlefilter ja. zu kaufen. Ja, fand ich mega geil. Deutsche Brands. Ja, vom Purice zum Beispiel. Purice, Gizeh war auch vertreten. Ja, das ist schon verrückt. Ja. Also ja, und das, da hast du recht. In den USA gar nicht. Ne? Aktivkohlefilter, kein Ding. Muss in Spanien auch. Also
Voll wenig. Filter dann. Kommt ne? jetzt so langsam, ja, aber ist nicht so ein Ding. Und die Preise waren eigentlich ähnlich wie überall, oder? Also ja. Ich fand die Preise, oder? Aber eher teuer. Gell? Es eher war also teuer. Für das Land, für das ja. Verhältnis, wenn genau. du das Essen für 3-4 Euro normalerweise kriegst, ja. hast du Sweet auch für von 10 Euro bis ja. ich mein, das 20, 30 ja. schon. Ja. Dann eh immer, wenn ich mir dann mal Weed gehe, ich hatte mir dann wirklich vorgenommen, ich habe ja nur 3-4 Mal gekifft, hat aber trotzdem immer Weed parat, falls ich mal Lust bekomme. Ja. Habe ich mich dann bei jedem Coffeeshop so von, ich gehe halt immer rein und frage, hey, habt ihr 8%iges, 9%iges Weed? Und hole mir dann halt einfach das Billigste, weil ich dieses ja. Strandweed haben will. Und hatte meine ganzen Taschen dann voll. Und die haben mich immer so angeguckt, warum ich das Billigste will und warum ja. ich das mit... Ich so, ey, was ist das so mit dem wenigsten THC? Und gucken mich so an. Normalerweise wird die Frage andersrum gestellt. Was ist das mit dem meisten THC? Und ich, auch New York habe ich da gefragt. Da haben die gesagt, 17%. Ich so, boah, ist immer noch viel zu viel. Und die gucken mich an, what? Was labert der? Ja. 17%? Also für die, ich lebe da in einer ganz anderen Welt. Ja. Interessant. Ja, das ist aber auch lustig, dass du da drauf gehst. Ich nehme dann eher noch CBD und mische dann die starken Sorten mit CBD, dass die Joints nicht ganz so heftig ist. Ja. Ich habe immer diesen Vergleich, Tabak mit Weed ist eine Winterdecke, die du dir auf den Kopf haust. Das habe ja. ich schon mal gebracht, den Vergleich. Ja. Aber es passt super gut. Wenn du pur rauchst, dann ist es eher eine Sommerdecke oder, und wenn du vaporisierst. Und, aber ich rede halt wirklich, ich bin halt so ein Freund von einem Ballon. Ne? Ja. Also ich will diese mobilen, weil da muss ich immer so husten. Aber wenn ich diesen Ballon habe, kann ich den halt voll cool dosieren. Ein paar Mal dran ziehen, liegen lassen, da geht der Dampf auch nicht raus. Und das ist ein Seidentuch, was du dir auf dem Körper. Das merzt nochmal 20-30% negative Charaktereigenschaften raus, als wenn du nur pur rauchst. Also das ja. ist für mich das cleanste und das sanftmütigste High, ja. was man haben kann, Ballon. Wir machen uns an den nächsten Gang. Scharf, ja. nicht scharf? Keine Ahnung. Also ja, also eins von beiden wird eins von beiden, niemand genau. wird schmecken. Also ich ja. werde es jetzt nicht rausschmecken, ob da jetzt Cannabis drin ist. Das ist eine gute Frage. Ich habe es nicht probiert. Also wir werden es herausfinden, würde ich sagen. Wir essen es ja. Wollen wir noch ein paar Mal so? Nein, Quatsch. Gut. Nee, ich bin dabei. Dann cheers. Auf dich, ja. mein Lieber. Auf dich. Ich habe Lust auf... Yeah. Bei dem geilen Wetter hier versüßen wir uns ein bisschen den Tag. Sau lecker. Schmeckt überhaupt nichts raus. Also ich kann es jetzt nicht. Überhaupt nicht sagen. Keine Ahnung. Könnte sein. Aber ich habe keine Ahnung. Nee, schmeckt das ist das nur. Erste Gericht? Das ist das erste Gericht. Und das war, also ich dachte also schon, das. Nee, doch, das zählt auch. Wir sind jetzt hier 1, 2. Und je nachdem, wer die Ladung erwischt hat, der... hat einen Vorsprung. Und wie viele Ladungen gibt es dann noch? Drei? Drei weitere. Drei weitere. Drei das weitere. Wird ein lustiger Abend. Ganz genau. Ja, ich habe, das ist witzig, dass es dann auch, wie gesagt, dass diesen Kiffkonsum reduziert hatte und diese Dreivierteljahrpause, halbes Jahr Pause. Mir ging es da auch hauptsächlich so ein bisschen ums, ich wollte nicht mehr rauchen. Also mir ging es nicht wirklich darum, ich will jetzt nicht mehr high sein, weil ja. ich muss sagen, ich habe so lange gekifft und es hat mein Leben halt nicht so stark runtergezogen, beeinflusst. Ja. Was bei anderen rum wiederum man bei denen nicht sagen kann. Also ich kenne Leute, die hängen einfach, die verchillen ihr Leben auf der Couch, ja. machen gar nichts. Ich habe halt, war immer produktiv, wenn ich high war. Ja. Also natürlich war ich auf der Couch gehockt und habe nur gechillt. Habe auch sehr viel Zeit mit Weed verschwendet. Ja. Aber ich habe mir meine ganze Berufung dadurch aufgebaut. Also ich war immer aktiv, deswegen ja. würde ich sagen, dass Cannabis mich nie wirklich negativ eingeschränkt hat. Ja. Ich habe angefangen zu essen, immer ja. mal wieder Kekse gebacken ja. und habe gemerkt, einmal hatte ich eine negative Erfahrung, weil das waren keine, das war irgendwie, aber ich glaube, das war komisches Weed, was ich da ja. benutzt habe. Da habe ich wirklich gedacht, das Weed hat total Paranoia gemacht und das ja. kenne ich nicht. Ich habe selten Paranoia vom Weed, ja. aber jedes Mal, wenn ich den Keks gegessen hatte, als das war schrecklich. Ich habe ja. hab so einen Krümel gegessen und ja. war auf dem Sofa, habe gedacht, mein Herz bleibt... Also es war ja. ekelhafte Paranoia-Weed-Muster drin. Ja. Und ich dachte, es hat was mit dem Essen zu tun. Habe mir aber dann nochmal Cookies gemacht mit einem anderen Weed. Und es war himmlisch. Es ja. war ein ganz anderes Feeling, so ja. wie jetzt auch. Ich bin sanftmütig gestaunt. Hi, ja. Ja, das ist geil. Also bei mir, die Anfangszeit war natürlich auch eigentlich immer Brownies. Da gab es nichts...
Nichts anderes. Browning ist, glaube ich, so der, zumindest der deutsche Klassiker. Als du angefangen hast mit dem Kiffen, oder meinst du jetzt nee, nur mit die letzten Edibles. Jahre? Ah, Anfang Edibles war auf jeden Fall Brownies. Das ist, das, auch Kekse. Ist das diese Dr. Oetker orange Box, die man, wo man selbst noch die Brownie-Packung zusammenfalten und wirklich mit den ganzen Fertigmischungen und dann ein Ei rein, Milch oder so und dann in den Ofen. Weißt du, was bei mir das ich habe dann, als ich angefangen habe, Kekse zu backen, habe ich halt, wenn ich high war, so viel Süßes gefressen. Ich bin eigentlich ohne Süßigkeiten groß geworden, aber als ich erwachsen war und abends alleine dann auf der Couch saß und Süßes im Schrank hatte und high war, habe ich immer Süßes gefressen. Und ich weiß, dass das sollte man jetzt nicht sein Leben lang fortführen. Und wenn ich nüchtern bin, habe ich nie das Bedürfnis gehabt, Süßes zu fressen. Ja. Deswegen, als ich dann anfing, vor ein, zwei Jahren mir selber Kekse zu machen, weil ich halt nicht mehr rauchen wollte, sondern lieber naschen, habe ich die Kekse tatsächlich einfach Freestyle-Mehl, Wasser ohne Zucker, habe einfach ein Ei reingeschlagen und habe meinen Weed da reingeknallt. Vorher noch war, ich habe das Vaporisierte meistens vom Ballon genommen, es war ja dann schon aktiv. Habe also Cookies gegessen ohne Zucker. Ist auch weird, oder? Ja. Weil ich dachte, wenn ich das jetzt jeden Abend essen will, darf da kein Zucker drin sein. Wie machst du das Weed scharf? Wie mache ich das Weed scharf? In der Pfanne mit Butter oder vaporisierst du es oder hitzt du es im Backofen? Oder? In der Pfanne mit Butter, ein bisschen schwenken und dann. Nee, also das kommt ein bisschen drauf an. In meinen Videos mache ich es hauptsächlich mit einem Schmelzpot, einfach weil es optisch einfach günstig für jeden quasi zu machen ist. Wie funktioniert das mit dem Schmelz? Das Dekarboxylieren im Ofen, das bedeutet eine Stunde bei 100 Gramm, bei 100 Grad. Es kommt ein bisschen drauf an, wie feucht das Cannabis ist. Umso feuchter, desto länger. Und wenn es halt eh schon trocken ist, dann vielleicht ein bisschen kürzer. Muss man halt im Auge behalten und ein bisschen gucken. Aber so 45 Minuten, 40 bis eine Stunde, würde ich sagen, bei 100 Grad im Ofen, hat man es aktiviert. Man kann es auch in ein Glas tun und also man muss es erhitzen einmal. Das ist das, was beim Rauchen eigentlich passiert, genau. Wo man dann quasi THCA in THC umwandelt, was dann halt der psychoaktive wird. Du kannst den Schritt, das Dekarboxylieren, auch überspringen. Ja. Dann hast du aber quasi nur 20% ungefähr Wirkungsgrad von dem THC, was du aus deinem Weed rausbekommst. Das heißt, wenn du das richtig machen willst und irgendwie schon, sage ich mal, auf dein Geld, auf dein Gras guckst, auf dein Cannabis, dass du alles da schön rausholst, dann ist es wichtig, dass du dekarboxylierst vorher und das Ganze dann in Fett quasi schön köcheln lassen. Danach, genau. Packst es dann aus dem Ofen in deinen Pot mit Butter drin, vielleicht noch ein bisschen Wasser, weil Wasser dann verdunstet während des Prozesses. Und dann würde ich schon, wenn du zu Hause das machst, je länger, desto besser, also mindestens 4 Stunden, aber du kannst es auch, über Nacht köcheln lassen. Genau, und dann am besten nicht über 93 Grad, weil sonst geht's wieder kaputt. Ja, genau, dann zerstörst du Cannabinoide. Und das ist schade. Weil du kannst ja viel mehr noch aus der Pflanze extrahieren als nur das THC. Da sind ja viele Stoffe drin und du versuchst dann quasi genau. Langer Prozess, mein Lieber. Da ist ein Jointrollen wohl. Jointrollen war ich viel ungeduldiger. Vor allem musst du dann auch noch so lange warten. Also da, genau. Aber dann ist halt, bei mir war das ja nur so. Ich habe das vaporisierte Weed genommen, wahrscheinlich, das war halt dann schon aktiv. Ja. Das hatte ich immer bei 170 Grad erhitzt. Vielleicht war es dann auch schon nicht mehr ganz so. Ja. Also ich bin high geworden mit Kekse. Geht schon. Was ich mal geschenkt bekam, ist Honig. Ja. So richtig viel Weed. Also da habe ich mir gedacht, das wäre mein Ding. Ich liebe Tee. Ja. Ich bin ein leidenschaftlicher Teetrinker. Ja. Und da Honig habe ich mir ab und zu mal ins Gläsle reingemacht und das hat so einen schönen Turn gegeben. Wenn man's richtig macht, dann hast du ein Pott Honig zu Hause, ein Olivenöl, ein bisschen Kokosnussöl, Milch. Also kannst ja wirklich von der ganzen Bandbreite von bis machen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das infused ist. Ich weiß nicht, ob das infused ist. Nö. Ich bin eher so der. Aber ich bin Schlinger. Schon high. Also ja, ich auch. Was so ein smooth, schönes High. So würde ich jetzt noch auf eine Techno-Party gehen. Ja, ganz schön. Hier am besten noch ein bisschen Sonne. Und dann Weißwein noch dazu. Also bei mir war das so mit der Legalisierung. Ich habe beide Tage verfolgt.
Und am zweiten Tag, als es dann wirklich um die Wurst ging mit der Abstimmung, ja. Oder was heißt um die Wurst, wo es dann dieses, wo sie versucht haben, da reinzugrätschen noch mit dem Vermittlungsausschuss. Und als sie dann diese Stimmen vorgelesen haben, habe ich gerade Frühstück gemacht. Weil dann gucke ich mir manchmal so YouTube-Videos an und mache Frühstück. Und als es durchgegangen ist, ich muss sagen, ich habe kurz eine Träne verflossen. Ja. Doch, wirklich. Ich war total gerührt. Ich so, boah, seit ich 14 bin, werde ich dogmatisiert, also stigmatisiert, meine ich. Weil ich bin in Weingegend groß geworden, da haben die, also wirklich, da wird Wein angebaut, wo ich groß geworden bin. Ja. Und die haben halt Wein gesoffen ohne Ende und Cannabis war halt immer chunky. Ich war ein Außenseiter, ich habe halt dafür wenig Alkohol getrunken oder gar nicht. Ich habe so den Gegenpol präsentiert, aber habe mich so ausgeschlossen gefühlt mit dem, was damit einherging. Auch so, ich habe mit 14, 15, als ich da so früh leider anfing, haben mir halt auch alle irgendwie vermitteln wollen durch die Blume oder das wurde halt so in der Gesellschaft präsentiert, wenn du ein Kiffer bist, bist du ein Loser. Ja. Wenn du ein Kiffer bist, wirst du nichts erreichen im Leben. Was ganz interessant ist und ist so mit 14, 15, oh Mann, ich hatte eigentlich so große Ziele. Jetzt habe ich angefangen zu kiffen. Aber warte mal. Ich will das trotzdem, das kann ich, ich will mir das nicht irgendwie, das, nein, es gibt auch andere Beispiele, die trotz Drogenvergangenheit, dann trotzdem ein schönes, ausgeglichenes Leben sich aufbauen konnten. Und als ich dann erfahren hatte, dass Sido auch mit 13 anfing und was aus dem geworden ist damals, weil wir haben halt Sido, Akro Berlin, Bushido, wir haben die alle, das war 2004, haben wir die gehört. Und es hat mir Mut gemacht. Nicht so, meine Vorbildfunktion kifft, ich kiff auch. Nein, ich kiffte sowieso und hörte, dass mein Vorbild damals, also einer, ein Musikstar, mit 13 angefangen hatte. Und ich so, boah, Alter. Ich hatte ja damals mit 14 noch nicht den Wunsch, Musiker zu werden. Aber ich wusste, der hat mir Kraft gegeben, weil der ist ja auch erfolgreich gewesen und stand, also das, der ja. stand gesund im Leben. Ja. Okay, damals war das noch ein bisschen alles schräg, aber du ja. weißt, was ich meine. Es hat mir Kraft gegeben, so, ja, hat Mann. Sein Leben auf die Reihe bekommen, obwohl kann, er, oder hat all das geschafft, obwohl er einmal, ja. Obwohl er ja. eine dumme, nee, also das ist ja nicht, was ich sage, was ja. die Gesellschaft ja. sagt. Ich sag das nicht, dass Leute, die kiffen, dumm sind, aber die Gesellschaft sagt, dumme Loser, ja. fick dich, Alter. Es gibt genug, Lehrer, Ärzte, ist zwar der, bei so Ärzten ist es eher der Sonderfall, aber ja. du weißt, was ich meine. Es gibt ja. genug Leute, ja. die gerne abends also mal Joint rauchen. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten auf jeden Fall so. Und ich muss sagen, ich habe das auch nie geglaubt. Also ich war da eher die andere Partei, die gesagt hat, die Gesetzgebung ist anders, dann breche ich halt das Gesetz an der Stelle. So, weißt du, das ist also, weil, keine Ahnung, ich würde mich nicht als Kriminellen bezeichnen, absolut nicht. Ich muss sagen, ich habe halt dieses schlechte Gewissen und fuck, aus mir kann nichts mehr werden, das war halt so, ich habe viel zu früh angefangen, da war ich noch ein Kind. Ja. Mit 14 und dieses Selbstbewusstsein kam ja dann sowieso mit 16, 17 wieder, als man, ne, als ich gemerkt habe, Alter, ich kack nicht in der Schule ab. Ja. Ich mache keine Hausaufgaben, lerne nie und schreibe trotzdem gute Noten oder okay, wenn ich nicht gelernt habe, befriedigt. Ich bin da immer so smooth durchgeflogen, aber für das, dass ich halt überhaupt nicht zugehört hatte, habe ich gedacht, hey, Alter, ich hatte auch nie Probleme, ich verstehe irgendwas nicht. Ja. Was, das verstehe ich nicht, hab ich nicht gehabt. So, ich habe vielleicht meine Fremdsprachen, war ich immer ein bisschen, hatte ich ein Defizit. Ich bin eher gut in Mathe. Ja. Aber irgendwie, das hat mir das Selbstbewusstsein gegeben. Ja, ich kiff, aber trotzdem bin ich schlauer als die anderen Leute, die nicht kiffen. Also jetzt nicht schlauer, aber zumindest bin ich jetzt nicht der Dummkopf in der Klasse, obwohl ich jeden Abend oder mit meinen Freunden gekifft hatte und hab mir gedacht, warte mal, das stimmt was nicht. Ja. Und mit 18 habe ich dann eh erfahren, dass irgendwie das in der Gesellschaft, wir haben es ja immer verheimlicht vor den Erwachsenen. Ja. Und als ich dann irgendwann meiner Mutter das erzählt habe, dass ich halt kiff und in meiner also mit ganz am Anfang mit 18, 19, als ich mich noch niemand gekannt hatte, ich habe mich halt B-Smoke genannt gehabt. Also hat meine Mutter auch mal irgendwann nachgefragt, warum eigentlich. Und dann hat sie mich auch mal erwischt beim Kiffen, bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall, als ich da so mit den Erwachsenen dann irgendwann ehrlich kommunizieren konnte mit 18, wie seht ihr das mit Cannabis? Sagt mein Onkel, hey, wir haben das doch früher jeden Tag gemacht, so, und dein Papa doch auch so. Und meine Mutter, ja, das haben die Männer eh immer gemacht. Wir, also meine Mutter gesagt, ich wurde immer müde davon, ich habe lieber einen Wein getrunken, wenn die, aber die Jungs, das war doch das Normalste. Und dann hab ich gesagt, was haben die uns hier alle vorgespielt? Ja. Wir Junkies, Kriminelle, wenn alle in der Gesellschaft, die ganzen Familienväter, es gefühlt heimlich auch alle, was heißt, das war so ganz normal in der Gesellschaft, vielleicht in München, also vielleicht in Bayern nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hattest mit den Erwachsenen, als du erwachsen wurdest und also, mit denen geredet hattest.
bei mir war es relativ früh schon, würde ich sagen, in die Richtung relativ aufgeklärt. Mhm. Was ich sagen würde, ist halt auch so, das Gesetz dahinter ist illegal, sendet halt auch eine falsche Botschaft irgendwie, weil du lernst dann theoretisch, was es ist, du lernst damit umzugehen, du kannst damit umgehen, du kriegst dein Leben quasi auf die Reihe, alles ist cool. Mhm. Und dann ist es halt so, Cannabis ist trotzdem illegal. So, und wenn du dir jetzt überlegst, keine Ahnung, dann sozusagen die Gesetzgebung ist vielleicht meiner Meinung nach an der Stelle falsch. Was ist denn quasi mit anderen Drogen so, weil... Witzige Gedankengänge. Dann sagen die Leute halt irgendwie so, keine Ahnung, wenn die Regierung mich an der Stelle schon anlügt, dann wo lügt sie mich dann quasi noch an? So, weil ich weiß es ja vielleicht an der Stelle sozusagen besser. Und das finde ich irgendwie, ja... Voll geil, dass du das sagst, weil genau das habe ich auch immer erzählt damals. Das waren so Argumente, warum ich gesagt habe, dass Cannabis halt legal sein sollte. Wegen dieses, ey, Cannabis, ich krieg mein Leben voll auf die Reihe, obwohl ich es jeden Tag mache. Ey, wer ist bei den anderen Drogen auch nicht? Ich war zum Glück immer der Kiffer, der gesagt hat, nein, niemals Chemie ausprobieren. Also von den Kiffer war ich immer, das gibt ja diese typischen, die das immer, nein, nur Cannabis. Und, aber trotzdem hat man sich da die Frage gestellt, wo belügt er uns da noch? Ja, ne? Ja, also... Genau, oder generell bei anderen politischen Themen, wo du es nicht weißt, weißt du, jetzt, keine Ahnung, das ist vielleicht wie beim Zocken auch so. Früher haben die Leute gesagt, keine Ahnung, Ballerspiele und alles, das ist super, super schlecht. So, und eigentlich, du wusstest es besser, so, du bist nicht irgendwie gefährdet, in deiner Schule Amok zu laufen oder so. Das heißt, du weißt an der Stelle, die Ballerspiele sind vielleicht nicht das, was da sagt. Ja, also genau. Oder auch bei anderen Belangen. Also ich finde, es sendet halt einfach nur eine falsche Botschaft. So, deswegen ist der legale Status auf jeden Fall gut. Mehr. Man muss halt irgendwie den Umgang lernen so, und auch eben es aus der Tabuzone rausholen. Einfach wirklich diese Aufklärung betreiben und sagen, ey, kifft nicht, wenn ihr minderjährig seid. So, euer Gehirn ist in der Entwicklung. Wenn ihr es ausprobieren wollt, irgendwann, so, ihr habt noch euer ganzes Leben genug Zeit. So, lasst es auf dich zukommen. So, und dann, genau. Passt das. Eine gesunde Beziehung auch zu der Droge haben und dann... Ja. Aufklärung, ne? Ein bisschen Verbots, man darf nicht rein. Aber ich habe noch eine kleine Schwester, die ist 18 und die hat schon auch mit 16 damals gesagt, und wie ist es? Die hat sich dafür interessiert, die wusste, ihr Bruder war auch in der Schule so, man kennt ihren Bruder als Green und er ist ja voll der Kiffer-Musiker und hat auch teilweise drunter gelitten. Und hat sie aber auch immer gefragt, so, was ist das? Und das ist halt natürlich in Kontakt gekommen. Aber da ich in den Liedern halt auch immer von den Schattenseiten erzähle und auch immer mit meiner Musik, ich habe immer Aufklärung betrieben. Ich habe auch glorifiziert in einigen Liedern, weil ich einfach so in meinem Zimmer saß und dem Moment sehr viel Dankbarkeit dieser Pflanze gegenüber hatte. Ja. Aber wiederum habe ich auch ein bisschen immer meine Verantwortung gesehen, dass ich auch über die Schattenseiten reden möchte und besonders auch musizieren möchte darüber. Ja. Und deswegen war meine kleinere Schwester, die hat sich dann war schon eher aufgeklärt. Sie konnte ja auch mit mir reden. Und sie hat dann schon gesagt, ob wir nicht mal das erste Mal zusammen... Oder ich habe es auch als Bruder sogar ihr so angeboten gehabt. Ich sage, hör zu, wenn du jemals... Weil sie immer wieder diese Fragen gestellt hat, sie will auch mal high sein. Ich so, hey, und ich habe eigentlich genauso geantwortet wie du vorhin. Du hast dein ganzes Leben noch Zeit. Ja. Du musst das überhaupt nicht mit 15, 16 jetzt ausprobieren, wenn dein Gehirn noch im Wachstum ist. Ich glaube, du verpasst auch nichts. Also es kann ein wunderschönes Wellness für den Kopf sein, eine wunderschöne Erfahrung. Kann aber für manche Menschen auch eine unfassbar beängstigende Erfahrung sein. Das erste Mal, als ich high war, ich habe gedacht, fuck, ich war Anfang 14, bin gerade 14 geworden. Random Story, der Typ, mit dem ich das damals gekifft habe, ist heute bei der Polizei. Egal, ist eine andere Story. Ey, ich war so high, dass die Realität dermaßen unter meinen Füßen weggezogen wurde, dass ich dann so da saß, die ganze Zeit gelacht habe und dann wieder so vorm Spiegel stand, mich ausgelacht hatte und dachte, wo ist die Realität denn? Die Realität ist weg. Die ist einfach nicht mehr da. Und ich so, kommt die wieder. Also es war beängstigend, meine ersten zwei Erfahrungen. Weil das einerseits von ist voll witzig, diese interessante Gameboy-Welt. Also es ist wie, als wäre das Leben dann auf einmal ein Spiel. Und das ist dein Avatar, wie beim Zocken. Du hast Fähigkeiten mitbekommen. Kommt drauf an, in welche Familie, welche körperlichen Eigenschaften oder welche Fähigkeiten du dir antrainierst. Auf einmal habe ich alles wie so ein Spiel gesehen. Ja.
Das ist auch beibehalten. Mittlerweile ist es Architekt des Lebens. Ich spiele nur noch mit meinem Avatar. Und das hat mir Kiffen auch zum Beispiel gebracht. Ja. Hat aber auch verstörend als 14-Jähriger ja. So diese Sache zu erleben. Ja. Weißt du, hattest du auch diesen Realitätsverlust bei dem ersten Mal Kiffen? Oder wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Kommt es wieder, dass ich wieder die normale Welt zurückfinde? Also ich hatte das auf jeden Fall bei den ersten so krassen Vollrauschen. So, ja, also so richtig. Das erste Mal, so, ja, richtig, ja, genau, das ja. Waren die ja auch von ja, mir. Ja, genau. Ja, genau, das waren ja. 3-4 Mal. Beim ersten Mal so, da kann ich mich gar nicht mehr, ich war high, aber jetzt nicht geil. Also okay. Und dann irgendwann später nochmal, und da hatte ich das genauso, also quasi okay. Auch komplett, wie war das denn? Die ersten Male habe ich echt auch, glaube ich, viel gechillt, so richtig hart gechillt. Aber wie hast du diesen Rausch, weil ich analysiere das immer, wenn ich dann im Rausch bin. Ich bin nie so ein Rauschtyp, der dann, wenn er im Rausch ist, dann so da sitzt, kotzt, sondern ich beobachte den Rausch immer so. Ja. Und denke, oh, voll interessant, ah, so fühlt man sich, ah, sehr interessant. Ja. Ich bin so ein, ich weiß nicht, ja. Ein wacher Geist in einem stonten Körper. Ja. In dem Moment, wenn ich dann high bin. Ja. Diese Beobachtung. Es gibt ja so Leute, die können sich dem so hingeben. Ja. Mir geht es auch ein bisschen um, wenn du Alkohol gesoffen hast oder bei mir war es auch schon, wenn ich Alkohol getrunken habe, merke ich dann immer so, oh krass, ich fange jetzt an zu lallen, interessant, oh. Und dann schaffe ich es immer wieder auch in diesen Flow-Moment zu kommen, wo dann der Rausch sozusagen das Steuer übernimmt. Ja. Interessant. Wirst du higher? Also ich bin schon richtig high. Oder auch gut high. Okay, weil ich frage mich gerade, weil ich werde nämlich auch gerade immer higher, ja. Aber trotzdem noch richtig smooth. Das ist ja so dieses ganz, dieses. Also ich meine, du kannst das auch noch essen. Ich weiß nicht, ob es da drin ist. Du kannst mal probieren. Nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, werde ich von dem einfach nur immer mehr high oder werde ich higher, weil ich das Schafe gegessen habe? Ja. Ja, bei mir knallt es schon ganz schön ordentlich und ist die Welle, die kommt immer mehr. Nee, das schaffe ich schon. Also ich glaube, es ist halt nur so random auch. Das ist schon witzig. Ja, ja. Wenn du jetzt auch so high bist, dann wird es echt der Drink gewesen sein und nicht das. Ja, der Drink. Aber Edibles ist halt. Wir haben noch 2 Sachen danach. Genau. Also jeder ein, meinst du, ne? Ja, oder bist du gar keinen? Doch, jeder nur ein. Was ist da jetzt wahrscheinlich die Soße, oder? Die Soße und das Patty. Oh Mann. Okay, auf dich, mein Lieber. Ja, zum Wohl. Und meine schmeckt halt unfassbar lecker. Oh, du weißt, wir sind gerade high. Da kriegt man richtig Hunger. Deswegen mache ich mir keine süßen Cookies. Definitiv ist auch wieder sowas, wahrscheinlich, wenn man das mehr in den Griff bekommen hat, aber die Liebe wird immer da sein. Also wenn ich dann zu Hause Weed habe und nüchtern bin, ich muss ja nichts rauchen, muss nicht high sein, aber ich liebe diese Pflanze einfach. Und ey, für mich ist Anbauen ganz klar etwas, weil ich ja diese schwache Weed will. Und wer ist besser in der Lage dazu, schwaches Weed anzubauen als ein selbst, wenn man gar nicht weiß, wie das eigentlich geht. Ich habe das schon mal einfach von der Sonne growen lassen und hatte da so schönes Hippie-Kraut. Und jetzt diesmal auf dem Balkon, ganz offensichtlich, nee, darf man, na, muss Sichtschutz. Also 3 Pflanzen werde ich mir auf den Balkon stellen und einfach nur zum Angucken. Und dann werde ich mir Weed rausmachen und dann für meinen gelegentlichen Konsum Kekse oder wieder einen Ballon ansteigen lassen. Dann habe ich mein eigenes sauberes Weed. Das ist es, was ich schon immer wollte. 8-9% THC. Das Ding ist, ich habe noch nie angebaut, ich kenne mich damit im Groben und Ganzen aus, aber ich glaube, es selber mal gemacht zu haben, ist schon auch nochmal einfach, um das Ganze mal zu lernen und zu gucken, wie das ist, ist halt schon eine geile Angelegenheit. Ja, deswegen auf jeden Fall, ja, wenn es jetzt möglich ist, dann mache ich das auch. Das ist voll schön auch nochmal, wie du da einfach das, was du immer geraucht hast, wachsen siehst. Ja. Das ist einfach irgendwie nochmal ein ganz anderer Touch an diese Pflanze, sie besser zu verstehen. Ich finde das, als ich die das erste Mal in meinem Garten hatte, das war so ein schöner, ich liebe Pflanzen. Also mir ist egal, ob es Cannabispflanze ist, kann jede Pflanze sein. Ich liebe Pflanzen einfach. Aber die Cannabispflanze, zu der habe ich natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte und Bezug. Und als sie da so wuchs,
dann wurde die immer größer. Jeder Crow würde denken, Digga, Alter, die müssen ja nicht so, die müssen ja buschig werden und nicht hoch. Aber ich bin halt dann der, ich lasse das die Natur genauso machen, wie sie will, weil ich keinen Plan habe und auch keine Muße, da mich jetzt voll rein zu doktoren. Und ich glaube, auch in der Zukunft werde ich mich da nicht rein doktoren. Ich brauche da den Dünger. Das, bei mir wird das so richtig nebenher probiert. Wie bei dir, es mal gemacht zu haben oder einfach so soll passieren, aber ich hänge mich da nicht rein. Also wir haben noch zwei Gänge, hast du gesagt. Und ja. Sind die groß? Klein, wir sind klein. Also vom Hunger her meinst du oder von der Wirkung her? Wirkung. Und der Hunger geht genauso wie die wir jetzt schon gegessen haben. Ich würde den Gang mitnehmen. Oder was sagt der? Ja, auf jeden Fall. Also wir, zumindest ein bisschen. Wir müssen es ja nicht aufessen. Ja. Klar. Ich würde es auch gern wieder ins Phantasialand oder irgendwo Achterbahn. Das ist der Moment, wenn ich so high durch den Europa-Park laufe. Kannst du das relaten? Ja. Ja, also, geil, Alter. Keine Ahnung, ich kann nichts nicht machen. Ja, ich finde also, das super. Ist halt das Ding. Ja, Achterbahn fand ich geil. Auch komplett doch. Ja, auch komplett doch. Also Stoned Auto fahren. Boah, wenn ich jetzt Auto fahren müsste, darf ich wäre 1 km/h schnell. Und hätte so Schiss, deswegen hat das eh nie, dass diese Debatte überhaupt stattfindet. Ey, bloß natürlich nicht stoned Auto fahren, so. Ja. Ist genauso mit Alkohol, aber ja. Ich würde es gar nicht wollen. Bei Alkohol verstehe ich es dann eher, da bist du mutig und ja, will ins Auto und fahr hier 200 km/h, geile Mucke. Ja, Cannabis macht er eher so, oh Gott. Außer du bist, es gibt natürlich andere Leute, die das so gewohnt sind, das Cannabis rauchen, dass es für sie easy ist, zu fahren. Aber ich würde vorstellen, jetzt, Alter, hui, 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 die Walsche, da hätte ich keine 10 Pferde. Nee, ich wäre so gestresst, Mann, Alter. Ja. Das klatscht ultra. So. Ja, aber wo waren wir stehen geblieben? Tetra, Hydro, Cannabinol, rauch eine Tüte trotz Ganja-Verbots. Rauch eine Tüte ohne Verbot. Ich hatte einige Polizeikontrollen, aber irgendwie, ich kann dir nicht sagen, warum ich da immer Glück hatte, weil ich irgendwie, ich glaube, mein Bruder hatte die Problematik anders so. Er wurde, also jetzt nicht so, warum ich den Track geschrieben habe, aber eben hat man dann schon sozusagen den Führerschein abgenommen. Und, aber er ist dann auch echt ein bisschen in dem Moment, ja. Und die riechen das dann. Ich glaube, bei mir immer, ich bin da, vielleicht habe ich auch immer nur Glück. Ich mache das, ich kooperiere und habe immer gedacht, ich wollte auch Bulle werden. Und die haben mir das irgendwie geglaubt. Die haben das sich bei mir, ich habe keine Cappy aufgehabt. Ich habe halt einfach so ein paar Verhaltensregeln. Aber kannst du nicht auf alle auslegen. Ist Bullshit, was ich sage. Trotzdem hat es bei mir funktioniert, mal ohne Cappy zu fahren. Und ich sehe dann einfach voll anständig aus. Und rieche nicht nach Angst, weil ich in dem Moment auch immer dachte, ich mache nichts Verkehrtes. Weil die Problematik, wenn ich high gewesen wäre, würde ich mich mega komisch verhalten. Deswegen bin ich ja eh nicht high gefahren. Aber wenn ich am nächsten Tag wieder nüchtern war, und das war ja diese scheiß Problematik, dass ich bin nüchtern, Alter. Und wenn mich da ein Bulle anhält, dann tue ich mit so stolzer Brust und sagen, ich bin klarer als du. So, du musst gar nicht mit Finger oder sonst was. Ich bin einfach geradlinig und habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und ich glaube, der riecht das so, der, hey, das, ich glaube, das ist wahr. Ich wollte mal mit 16, 17 wollte ich Polizist werden, aber nie normaler Bulle, sondern zur Spezialeinheit. Ich wollte ja auch Meeresbiologe und Archäologe werden und dann war mein Wunschtraum auch mal so, wenn Polizist, so dann zur Spezialeinheit. Ich habe Praktikum damals mit 16 sogar bei der Polizei gemacht, als Smoker, ja. Also deswegen ist das für mich, ich wollte es halt wirklich so. Also ich habe deswegen mein Abi gemacht, weil ich wollte direkt höhere Laufbahn einschlagen. Und der erste Typ, der mich zum Kiffen gebracht hat mit 14, der Weed dabei hatte, der ist heute Polizist. Und das auch jetzt nicht ein kleiner Straßenpolizist so. Und das ist, aber ganz ehrlich, ich hatte einen Konflikt. Ich wollte das mit 15, 16 und hab mein Fachabi gemacht und mit 17 bis 18, also mit Anfang 18, Ende 17 habe ich angefangen zu rappen. Also das war nach meinem Traum. Ich wusste zwar, okay, wie mache ich das? Ich muss irgendwann aufhören mit dem Kiffen, dann kann ich Bulle werden. Und dann habe ich aber mit 17, 18 die Musik entdeckt und dann habe ich ja Cannabis und Musik verknüpft und dann war ich in einem Konflikt. Fuck, so allgemein wusste ich so, wenn ich aufhöre mit dem Kiffen, höre ich irgendwie, glaube ich, also es macht mir so viel Spaß, dabei zu musizieren, dass ich nicht glaube, dass meine
Ich glaube, wenn ich nicht dann durchs Leben gelaufen wäre, wäre ich kein Musiker geworden. Ich wäre dann irgendwie, hätte mir einen anderen Beruf ausgesucht, wo ich draußen bin, wo viel Action ist, wo das genau das Gegenteil ist. Deswegen ja auch, also Spezialeinheit oder Archäologe, alles, was ja viel mit draußen zu tun hat. Und da war ich im Konflikt, fuck, jetzt bin ich, jetzt hab, weil ich habe die Musik für mich entdeckt und wusste, das werde ich. Das muss man da, muss ich erwähnen, dass das mein Plan, Polizist zu werden, komplett ad acta gelegt hat. Ich habe gewusst, Alter, ich werde zu 100% Musiker. Und da war auch, als ich mich dazu entschloss, das zu machen, habe ich auch gesagt, ich will auch gar kein Polizist mehr werden, weil ich diesen Staatsapparat im Sinne von, ich muss Gesetze einhalten, wo ich nicht dahinter stehe. Weil ich wurde halt Erwachsener, 17, 18, habe halt nicht mehr so nur die positiven Seite von so einem actionreichen Beruf gesehen, sondern hey, ich müsste Leute die ersten 3 Jahre meiner Ausbildung aus dem Verkehr ziehen und die ficken, obwohl ich selber so viel gekifft habe. Und da habe ich gesagt, da habe ich meine Prinzipien, da habe ich meine Ehre irgendwie und gesagt, das will ich nicht machen. Mein Weg ist die Musik. Denn ich habe ja was anderes gefunden, was ich noch viel lieber machen will und wusste dann auch noch, nee, das kann ich nicht machen mit meinem Gewissen. Also ja, ich habe Bilder von mir, da war ich 15 und da habe ich eine MP5 oder wie heißt dieses Maschine? Wie heißt die Geschichte? Ich bin immer der Musikermodus. Ich habe direkt gerade, egal. Wir sind, ja, was haben wir da alles gemacht? Wir sind auf Streife gegangen, aber es war halt nicht eine Großstadt, sondern eher eine Dorfgegend. Und da gab es ein verbranntes Auto mitten im Wald. Und das war voll mysteriös. Es war aber schon seit ein paar Wochen, die sollten das jetzt untersuchen oder was ist da eigentlich passiert. Und das fand ich voll spannend. Natürlich gab es auch, war ich einmal bei, sind wir nur zu Besuch bei Leuten gewesen, die geblitzt haben, aber das war eher, da sind die vorbeigefahren, haben kurz Hallo gesagt. Ja, weil das ist ja so der Job, wenn du Polizist bist und Leute blitzen musst, das ist der bescheuerste Auftrag, den du als Polizist haben kannst. Oder Straßenverkehrskontrolle. Wer geht da freiwillig hin, Alter? Deswegen fand ich dann so ein verbranntes Auto im Wald schon ziemlich interessant. Also das war so das, aber ansonsten halt diese Spielereien. Ich durfte das Reservatenkammer anschauen. Oder heißt die so? Ja. Ja, genau. Und halt mit die Waffen haben sie mir gezeigt, so ein bisschen das Revier, wie sieht ihre Arbeit aus, dass jeder Eintrag, dass sie da stundenlang am Rechner sitzen und irgend so eine Scheiße runtertippen müssen, Bericht erstatten. Ja, voll nervig. Aber an sich fand ich das schon spannend. Und besonders, weil ich ja dann immer, wenn ich dann zu Hause war, mit meinen Jungs draußen gekifft habe, habe ich diese Ironie dahinter total lustig gefunden. Also habe ich mir innerlich so ein bisschen den Arsch abgelacht, als ich da gerade bei den Jungs bin, mich wirklich für den Beruf interessiere. Aber dennoch, dass ich halt auch eigentlich, wenn ihr wüsstet, dir geht's auch gut, lieber. Ja, ja, bestens. Wir sind ja ähnlich. Ich glaube, wir verstehen uns. Ja. Ich bin gut high auf jeden Fall. Also. Wir haben früher immer Bombe gesagt. Wenn wir einen Joint geraucht haben, war das ja immer so, bumm, und schon bist du high oder die Realität ist weg. Also dieses High sein haben wir immer Bombe genannt. Da saßen wir so da, ey, gleich kommt die Bombe. Also ich rede aber jetzt hier von, da war ich halt 14, 15, sowas macht man vielleicht in dem Alter, dass man so da sitzt wie Kinder, weil wir Kinder waren. Da sagen, jetzt kommt die Bombe. Und urplötzlich, wir können komplett high. Und wenn wir jetzt Edibles rauchen, kommt das halt so langsam, so hinterhältig, dass das gar nicht, dass du die Bombe, darauf wollte ich hinaus. So, hier haben wir eine Tagine. Nicht anfassen. Halloumi-Käse mit, das ist deftig, Kichererbsen, Kartoffeln, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch. Das ist deftig. Da ist Olivenöl. Infused Olivenöl ist da drin. Deins schwimmt förmlich in Olivenöl. Nein. Oh mein Gott. Boah, schmeckt aber himmlisch. Fuck. Voll gesund, Kichererbsen. Kartoffeln, Karotten, hast du gesagt? Ja. Mein Leibgeruch, ich liebe ja so Kartoffeln, Karotten, alles was mit frischen Gemüse. Ich koche keine Fertiggerichte. Ich bin kein Koch oder sonst was, aber ich bin, auch wenn ich high bin, denke ich halt so viel über das Essen nach. Und denke ich mir, boah, Alter, diese Aubergine, das ist so weird, dass die Natur sowas, eine Banane, das ist einfach von einer Palme wächst, so viel Fruchtfleisch. Das ist so weird, wenn man sich vorstellt, wie gut es schmeckt. Da war keine Industrie dran, nichts. Das ist von der Natur aus. Und so denke ich über Essen nach irgendwie. Ja.
Und gerade bei Kartoffeln, Karotten, und das macht was mit mir. Was Gesundes, Nährstoffe. Ja. Das macht was mit dir. Ja, das macht doppelseitig was mit mir. Es sind halt Kartoffeln drin, das ist geil. Du hast halt Kohlenhydrate, isst halt einfach geil und bist gut high. Aber wir spielen hier auch ein hartes Spiel mit den hohen Dosierungen. Also ich find's aber voll geil irgendwie, dass du trotzdem sagst, also ich find's ja witzig, dass selbst er, so ein Urgestein, der sich sehr gut damit auskennt, auch das zu konsumieren in der Art, dass du dann sagst, hey, das wird, und ich find's lustig. Ja, aber es fühlt sich doch auch gut an, oder? Ja, das High ist, das ist ein anderes High, als wenn man raucht. Und vor allem, wir rauchen natürlich gar nicht dabei. Ja. So, das ist halt auch nochmal ein anderes Setting, so, weil, keine Ahnung. Das probiere ich jetzt. Lass mich mal deins probieren. Nein, du hast das. Echt? Du hast das. Also, glaubst schon, oder? Also, ich hab's schon geschmeckt. Oder ich bild's mir ein. Aber das ist ja auch schon mehr Öl und du hast ja selber gesagt, ich kann mir gut, was meinst du? Probier noch mal meins, das schmeckt halt überhaupt nicht. Nee, hier ist Cannabis. Zu 100, oh Mann, ja. Digga, scheiße, du hast schon was. Warte mal, soll ich hier? Ja. Komm, wir machen brüderlich die gleiche Dosis. Zumindest konnten wir es da jetzt erahnen. Oder nee, da wissen wir es bei dem. Ja. Ich bin gespannt, wer das andere davor hatte. Oh, das sieht sehr lecker aus. Da haben wir Vanillepudding. Vanillepudding mit Himbeermousse unten und Blaubeeren und Himbeere. Ja. Finde ich geil. Cheers auf dich. Vielen Dank für diese wunderschöne Nahrung. Zum Wohl. Zum Wohl. Meine Schaf. Ja? Ich habe das Gefühl, ich habe direkt so Cannabis-Knospen an meiner Zunge gespürt. Ja, ich glaube, meiner ist. Aber richtig lecker. Meiner ist ohne. Oh, das hat. Aber ich hab's jetzt nur, wenn die Frucht dabei ist, schmeckt das nicht raus. Eben gerade bei der Sahne und Ding, da hab ich dann. Aber ja, Milch nimmt den Geschmack von Cannabis auch relativ stark an. Mhm. Milch ist auch nicht ideal zum Infusen, weil es halt eigentlich einen relativ geringen Fettgehalt hat. Ja, eigentlich ist es ja eh egal. man merkt, wir sind richtig high, es ist angenehm. Ja, Resümee ist, es war ein guter Gang. Da hatten wir sogar Mittagessen. Du hattest zwar das Mittagessen mit den Erbsen und so. Ja. Also es war, was soll ich sagen, das Dessert ist gut, ich bin high, mir fällt gar nichts mehr dazu ein. Was sag du mal, was hat dir, also du bist ja Koch, den fragt man nicht, was. Doch, also alles auch, ja, genau. Ich meine, ich habe da ja das so geplant. Deswegen gefällt mir das auch ganz gut. Ja, Alter. Viel zu high. Geil, Mann. Ja, man merkt schon. Ist geil. Ey, hat mich aber sehr gefreut, hier jetzt einfach mit euch die Runde zu machen. Ihr wisst, wie wir vorhin alle drauf waren. Ja, auch. Ist ja. Und jetzt sind wir ein bisschen gelähmter, lustiger, ja, grinsen. Ja. Also high. Also man kann. Einfach richtig high, oder? Was machst du noch? Gehen wir chillen. Feiern? Nein. Oh Gott, ich bin komplett desozialisiert, Alter. Auf die Couch und einen geilen Film gucken. Ja. Oder draußen. Chillen. Ja, wahrscheinlich nochmal einen Moment rausgehen. Ja, auf jeden Fall. Stone durch die Natur.